Serie A. Italiens Regierung will Risikospiele am Abend verbieten. Heftige Krawall halten den italienischen Fußball in Atem. Die Regierung will die Ansetzung von Risikospielen am Abend nun verbieten. Nachdem Krawallen am Rande des Serie A-Spiels zwischen Inter Mailand und dem SSC Neapel, bei denen ein Inter-Fan ums Leben gekommen ist, will die italienische Regierung die Sicherheitsvorkehrungen rund um Fußballspitzenspiele verschärfen. Innenminister Matteo Salvini kündigte am Freitag an, dass Partien mit heikler Sicherheitslage künftig nicht mehr abends ausgetragen werden sollen. In der kommenden Woche wird Salvini zusammen mit Sportminister Giancarlo Giotti die Managements der Clubs sowie Vertreter von Schiedsrichtern und organisierter Fangemeinschaften zu einem Treffen in Rom einladen. Wir wollen zusammen prüfen, wie wir Ordnung und Ruhe in und rund um die Stadien zurückbringen können, sagte Salvini. Die Meisterschaft werde jedoch nach Plan fortgesetzt. Die Arenen zu schließen und den Fans die Auswärtsspiele zu verbieten, sind Maßnahmen, welche die wahren Tifosi benachteiligen, die nichts mit Kriminellen zu tun haben, sagte Salvini. Bei Zusammenstößen rivalisierender der Fans im Anschluss an die Partie am vergangenen Mittwoch in Mailand waren 4 Neapel-Anhänger durch Messerstiche verletzt worden. Ein Inter-Fan wurde in der Nähe des Giuseppe Meazza-Stadions von einem Lieferwagen überfahren und war an den Verletzungen gestorben.